Herzlich willkommen auf der Gastro-Circle-Bühne. Wir freuen uns jetzt auf einen Vortrag von Sven Großhans zum Thema, wie kann ich den Verkauf meiner veganen Speisen und Produkte ankurbeln. Danke vielmals. Ja, danke für die Ankündigung. Schön, dass sich Leute gefunden haben, die das interessiert. Vegan wird ja immer ein größeres Thema, vor allem in der Gastronomie, in allen Bereichen. Und ganz kurz zu mir. Ich habe eine ganz klassische Ausbildung als Koch gemacht, noch in den 90er Jahren, war dann einige Zeit im Vertrieb tätig für ein Schweizer Weinhandelshaus, habe da Erfahrung zum Thema Verkauf sammeln können, sehr viel, und arbeite jetzt seit mehreren Jahren für die Vegane Gesellschaft Österreich, und da unterstützen wir die Gastronomie, vor allem auch die Gemeinschaftsverpflegung, darin, die veganen Speisen besser zu platzieren auf den Menüplänen und auch besser zu kommunizieren gegenüber den Gästen. Und da haben wir einen kleinen Vortrag vorbereitet, mit interessanten Zahlen vor allem auch und den angekündigten Tipps, wie ihr die Verkaufszahlen der veganen Speisen fördern könnt. Legen wir einfach mal gleich los. Hier als erste Grafik sehen wir, wie sich der Fleischkonsum in Österreich entwickelt hat in den vergangenen 10 Jahren. Der ist also auf jeden Fall rückläufig, etwa 10 Kilo in den vergangenen 10 Jahren. Das entspricht etwa 1 Kilo pro Jahr. Aber wie wir sehen, die Kurve, die geht immer steiler bergab mittlerweile. Warte mal kurz, ich weiß nicht, ob man mich noch hört. So, man sieht an der Kurve, die geht immer steiler bergab. Wir können also relativ schwer vorhersagen, wie das weitergeht. Aber auf jeden Fall, es wird immer weniger Fleisch konsumiert. Wir haben hier nochmal eine Grafik, da sieht man es auch beim Fleisch und eben auch bei der Milch und den Milchprodukten. Die Milchprodukte nehmen auch sehr stark ab. Wir kennen es alle aus dem Supermarkt, es gibt immer mehr Pflanzenmilchalternativen und die Nachfrage wird auch immer größer. Und das nicht nur von der Handvoll Veggies und VeganerInnen, sondern von den sogenannten FlexitarierInnen, die immer mehr auf diese pflanzlichen Optionen zurückgreifen. Hier nochmal Zahlen, wie sich das in der Bevölkerung bemerkbar macht. Wir haben 2% VeganerInnen, das ist eigentlich relativ überschaubar. Bei den VegetarierInnen sind es dann schon knapp 10% und 42% der Bevölkerung lebt mittlerweile flexitarisch. Das sind die Menschen, die jetzt nicht konsequent vegetarisch oder vegan leben, die aber auch sagen, sie müssen vielleicht nicht jeden Tag Fleisch essen, insofern es ein ansprechendes Angebot an vegetarischen oder veganen Speisen gibt oder auch im Supermarkt beispielsweise bei Milchalternativen. Und hier ist die erste Person, die VeganerInnen, das sind zwar die wenigsten, aber sie sind am größten abgebildet, was daran liegt, dass es meistens die lautesten sind. Also ich weiß nicht, ob ihr Gastronomiebetriebe habt. VeganerInnen können sich unter Umständen sehr gerne mal beschweren, wenn es zu wenig vegane Optionen gibt. Und deshalb haben wir die da besonders groß abgebildet. Die Frage ist also, wer ist die Zielgruppe? Wir haben gerade gesehen, es gibt nicht so viele VegetarierInnen und so viele VeganerInnen. Wer ist also die Zielgruppe? Das hier ist der Albert Neunmalklug, radikaler Tierschützer, der fragt zum Beispiel nach, ob der Fruchtsalat vegan ist, ob das vegane Bratwürstel in der gleichen Pfanne zubereitet wurde und so weiter. Den nimmt man sehr stark war, ist ein eher unbeliebter Gast. Ich kann euch gleich einmal beruhigen, von der Sorte gibt es nur ganz, ganz wenige. Aber eben, das sind die lautesten. Aber als Zielgruppe könnt ihr die getrost ignorieren, wenn ihr einen Gastrobetrieb habt. Die werden euch nicht genug Umsatz bringen. Wir haben hier die Yvonne Schmal. Die sind natürlich alle symbolisch. Gesundheitsapostel, ja, die macht gern Yoga, die achtet sehr bewusst darauf, sich gesund zu ernähren und so. Es gibt auch davon nicht so viele, aber die sind schon wieder etwas interessanter, weil das sind dann unter Umständen auch die Leute, die ihr Essen fotografieren, es auf Instagram teilen, was sie da gerade zu Mittag essen. Die haben also vielleicht sogar ein bisschen Reichweite, also schon ein bisschen interessanter, aber so viele gibt es von denen auch nicht. Der Kurti, das ist der Küchenchef in einem Gemeinschaftsverpflegungsbetrieb
Und ja, der hat die Aufgabe bekommen von der Firmenleitung, er muss was Veganes anbieten. Und sein Zugang ist, ja gut, dann müssen wir das halt ganz klar trennen voneinander, dass das alle finden. Die, die vegan wollen, die sollen dann dahin gehen, da kriegen sie was Veganes. Aber dann werden halt auch nur die VeganerInnen genau an diese Stelle gehen, wo es was Veganes gibt. Und die FlexitarierInnen interessieren sich wahrscheinlich nicht so sehr dafür. Ja, und dann wird es spannend. Dann kommt die Fiona Fleißig. Die ist hier jetzt als Beispiel in einer großen Firma, die Leiterin in der Buchhaltung. Die geht ins MitarbeiterInnen-Restaurant und die überlegt sich, naja, wenn ich jetzt sowas Schweres esse, dann falle ich hinterher ins Fresskoma. Das möchte ich ja vermeiden. Aber nur ein Salat, das ist mir dann auch zu wenig. Also wenn man dieser Person ein gutes veganes Angebot offeriert, dann wird die das sehr wahrscheinlich nutzen. Und diese Person, die ist repräsentativ für diese sogenannten FlexitarierInnen. Davon gibt es schon relativ viele. Genauso wie hier der Stefan Semmelweis, der bezeichnet sich sogar selbst als Flexitarier. Und der greift ganz bewusst auch auf vegane Optionen zurück, weil er eben auch ganz bewusst zum Beispiel seinen Fleischkonsum reduzieren möchte. Auch davon gibt es immer mehr Menschen. Und diese Menschen kann man bedienen. Und das ist ein relativ großes Zielpublikum, diese FlexitarierInnen. Ja, und dann sind wir schon an dem Punkt, der da an der Stelle ganz wichtig ist, die Kommunikation. Und da gibt es natürlich verkaufsfördernde Sprache, wie man etwas pushen kann, wenn man es häufiger verkaufen möchte. Welche Wörter verwenden wir da im Verkauf und welche Wörter schädigen den Verkauf? Welche sollten wir an der Stelle eher weglassen? Da wird es noch interessante Infos jetzt für euch geben. Für manche sind die dann vielleicht neu, für manche, die haben sich vielleicht eh schon gedacht von euch. Die Albert Schweitzer Stiftung, die sind in Deutschland zu Hause, die haben den Versuch gestartet und sehr viele Menschen gefragt, was schmeckt besser, was Pflanzliches oder was Veganes? Das ist natürlich ein und dasselbe, aber wahnsinnig viele Leute, 73% in dem Fall, haben gesagt, das Pflanzliche, das schmeckt auf jeden Fall besser, das Vegane. Ich bin ja kein Veganer, also ich nehme lieber das Pflanzliche, obwohl es ein und dasselbe ist, aber wir erkennen schon, wo es hingeht. Hier haben wir ein Beispiel, wie es auf der Speisekarte zum Beispiel aussehen könnte. Ich meine, man schreibt das natürlich nicht so auf die Speisekarte, aber um es zu verdeutlichen, haben wir hier einmal die Spaghetti vegan, die Penne omnivore und dann die Tagliatelle mit frischem Basilikumpesto und gerösteten Pinienkernen. Ist offensichtlich, welches sich da am ansprechendsten anhört, auf welches man am ehesten zurückgreifen würde als Gast, obwohl das vielleicht vergleichbar gute Gerichte sind letztendlich. Also die Art, wie wir etwas formulieren, spielt da eine sehr große Rolle. Am Point of Sale in der Gastro, das ist vor allem in der Gemeinschaftsverpflegung dann sehr relevant, verkaufsschädigende Sprache, vegan. Natürlich wollen wir was Veganes anbieten, aber wir sollten auf keinen Fall den Begriff vegan überstrapazieren. Weil das, was in uns passiert, wenn wir keine Veganer sind, wir lesen vegan, ich bin ja nicht vegan und schau schon weiter in der Sparte. Mit vegetarisch verhält sich es letztendlich genauso. Und ebenso verhält sich es mit gesundheitsbezogenen Worten. Ja, hier steht als Beispiel fettfrei. Es könnte auch kalorienreduziert dort stehen beispielsweise. Und das sind alles dann Wörter, die uns ein bisschen das Gefühl geben, da fehlt dann einfach was. Da greifen wir automatisch nicht so gern drauf zurück. Verkaufsfördernde Sprache, beispielsweise die Herkunft des Rezepts oder auch des Lebensmittels. Da kann die Regionalität zum Beispiel einfließen. Zum Beispiel macht es einen Unterschied, ob ich dazu schreibe mit Gemüse oder mit frischem Marfelder Gemüse beispielsweise. Ja, wenn das eine naheliegende Region ist, dann klingt das für die Leute gut. Die wissen, wo das herkommt. Automatisch haben sie dann ein bisschen mehr Vertrauen. Auch die Herkunft des Rezepts, beispielsweise des Chilis in Carne, klingt gleich ein bisschen langweiliger, als wenn man sagt, es ist ein mexikanisches Chili sin Carne. Solche Begriffe, die lösen Bilder aus in den Köpfen der Leute und das fördert auf jeden Fall den Verkauf. Mundgefühl und Textur. Wenn ihr was auf die Karte schreibt, dann erwähnt ruhig, ob das cremig ist, ob das knusprig ist beispielsweise. Macht gleich einen riesengroßen Unterschied, weil es Bilder auslöst in den Köpfen der Gäste bei euch.
Und der Geschmack und die Zubereitungsart, schreibt dazu, es ist würzig oder auch mal mild, je nachdem, es sollte natürlich passend sein. Und auch die Zubereitungsart, wenn dabei steht, es ist geschmort oder gebacken, löst einfach etwas aus bei den Gästen. Üblicherweise was Positives und in dem Moment natürlich auch was Verkaufsförderndes. Der zweite Tipp, vegan als normale Option. Auf der Speisekarte, im Menüplan, am Ausgabeschalter, das hängt halt je nachdem ab, um was für eine Art von Betrieb es sich handelt. Ne, die Speisekarte, das betrifft jetzt eher so die ganz klassische Gastronomie. Der Menüplan ist dann eher beispielsweise ein Spital, wo man halt so einen Menüplan vorgesetzt kriegt. Oder auch am Ausgabeschalter, das ist dann die Gemeinschaftsverpflegung, das große Mitarbeiterrestaurant beispielsweise. Hier haben wir für die Speisenkartengestaltung ein Beispiel, wie man es machen sollte und wie man es eher vermeiden sollte. Das sind links wie rechts die gleichen Gerichte. Und links haben wir einfach eine Kategorie mit Hauptspeisen. Und da haben wir die Krautfleckerl nach Omas Art mit einem kleinen V dabei. Das steht in dem Fall für vegan. Da hat man natürlich auch andere Optionen, wobei wir nicht mal unten stehen haben, es ist vegan, sondern es ist rein pflanzlich. Und dadurch, dass wir den Begriff vegan vermieden haben an der Stelle, schrecken wir Leute, die nicht vegan leben, nicht mit dem Begriff vegan ab. Die Veggies, die zu euch kommen, ob sie vegan oder vegetarisch leben, die werden sich mit dieser Kennzeichnung zurechtfinden. Die finden dann das, was für sie geeignet ist. Und wir haben auf der rechten Seite eben zwei Sparten, die Hauptspeisen und das vegetarisch-vegane. Wenn es so aufgebaut ist wie hier rechts, und ich weiß, früher war das noch ganz üblich, heute kommt es eben teilweise auch immer noch vor, aber dann werden die Menschen, die nicht vegetarisch oder vegan leben, diese vegetarisch-vegane Sparte wahrscheinlich ignorieren. Es wird sich also definitiv besser verkaufen, diese Krautfleckerl oder auch das Risotto, das vegane, wenn es einfach bei den Hauptspeisen mit inkludiert ist und dann eben über eine Legende und ein kleines Symbol einfach nur gekennzeichnet. Hier sieht man das dann in Verkaufszahlen. Ich sehe leider, wir haben hier keine Quellenangabe mit dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob es auch von der Albert-Schweitzer-Stiftung ist. Wir sehen, die Speisen stehen in einer separaten Spalte oder eben sind bei den Hauptspeisen ganz normal integriert und es verkauft sich in dem Fall gleich um 127% besser. Ich habe leider, wie gesagt, die Quellenangaben nicht hier. Ihr solltet sie aber auf jeden Fall auf unserer Homepage vegan.at finden, wenn ihr sie nachschauen möchtet. Genau. Ihr könnt genauso gut ein veganes Angebot als Tagesmenü anbieten. Ja, es muss nicht immer irgendwie der Bestseller sein, der die letzten 20 Jahre schon als Tagesmenü angeboten wurde, sondern es darf ruhig auch mal das vegane Menü als Tagesgericht angeboten werden und wird sich dementsprechend natürlich auch gleich viel besser verkaufen. Im Menüplan, das betrifft dann eben beispielsweise Spitäler, da haben wir meistens verschiedene Menülinien, eine traditionelle, dann die Vitalkost. Und je nachdem, wie fortschrittlich das Spital ist, gibt es dann sogar eine vegetarische Variante. So ist es meistens zum Beispiel in Spitälern aufgebaut. Und die Krautfleckerl, die wir vorhin hatten, wo werden die wahrscheinlich sich am besten verkaufen, in welcher Sparte? Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, in dem Fall auch, wenn man sie einfach in die traditionelle Sparte steckt. Weil es spricht einfach die meisten Leute an. Und es ist ja auch ein traditionelles Gericht, also es hat durchaus seine Berechtigung, dass es dort steht. Im Betriebsrestaurant sind sicher auch einige Gäste hier, die eben in der Gemeinschaftsverpflegung irgendwo tätig sind. Da gibt es verschiedene Ausgabeschalter und da macht es durchaus auch Sinn, dass man die veganen Gerichte an den beliebtesten Ausgabeschaltern eben auch anbietet und es wird sich gleich prozentual besser verkaufen. Wir haben hier noch dabei stehen im Supermarkt das Mannerschnitten-Beispiel. Das ist ein schönes Beispiel, um das zu verdeutlichen. Ihr kennt sicher von Manna die ganz normalen, konventionellen Mannerschnitten und dann gibt es von denen aber eben auch für Diabetiker geeignete Zuckerreduzierte. Die sind dann meistens auch in einem eigenen Regal mit Lebensmitteln, die für DiabetikerInnen geeignet sind. Und die wenigsten von uns, insofern wir keine Diabetiker sind, würden wahrscheinlich zu diesen zuckerreduzierten, Diabetiker geeigneten Mannerschnitten greifen, obwohl wir
alle wissen, dass wir meistens eh viel zu viel Zucker konsumieren. Ja? Und die würden uns wahrscheinlich auch gut schmecken, aber trotzdem greifen wir nicht dorthin, weil es eben diese Diabetikersparte ist. Und wir lesen, na, für Diabetiker, ich bin ja kein Diabetiker, geht mich nichts an. Also nur um das zu verdeutlichen. So, der dritte Tipp, was der Bauer nicht kennt, ihr wisst alle, wie das weitergeht. Wir haben hier ein schönes Zitat, und zwar vom Michael Cihal. Ich weiß nicht, vielleicht kennen ihn manche. Er betreibt das große MitarbeiterInnen-Restaurant in der Allianz in Wien. Und sein Betrieb wurde von uns schon vor einigen Jahren mit dem V-Label ausgezeichnet. Das heißt, wenn er etwas Veganes anbietet, dann ist es auch von uns garantiert vegan. Also er hat sich da entsprechend auch schulen lassen. Und der sagt, also das, was sich am besten verkauft, das sind die beliebten Gerichte, die die Leute eh schon kennen. Nicht die exotischen Sachen, sondern wie hier, er bringt es in seinem Zitat als Beispiel, die faschierten Leibchen mit Erdäpfelpüree. Ihr seht, das ist mit V geschrieben, weil es eben vegane faschierte Leibchen sind in dem Fall. Oder auch die Cevapcici, die veganen, mit Lecho-Reis, also klassische Gerichte. Das sind jetzt klassische Gerichte aus der Gemeinschaftsverpflegung, die dort eben immer schon sehr gut laufen. Und die einfach mit veganen Zutaten zubereitet, verkaufen sich um einiges besser als beispielsweise irgendwelche exotischen Gerichte. Andere beliebte Gerichte sind grundsätzlich Gerichte, bei denen das Fleisch ersetzt wird. Ich weiß, das ist ein Thema, da wird viel diskutiert, wenn es ums Thema Fleischersatz geht. Aber diese Gerichte, sie verkaufen sich einfach richtig gut, auch in der veganen Variante. Und da gibt es mittlerweile so tolle Möglichkeiten, das entweder selbst komplett zuzubereiten, aber auch sehr viele Convenience-Produkte, die gerade in der Gemeinschaftsverpflegung dann sehr oft auch Verwendung finden, die aber teilweise durchaus auch für die bessere Gastronomie, das klingt jetzt gemein gegenüber der Gemeinschaftsverpflegung, aber die eben auch in der kleineren Gastronomie verwendet werden können und qualitativ wirklich großartig sind. Das ging jetzt zu schnell. So, hier, Pasta-Gerichte sind natürlich auch immer sehr beliebt und lassen sich auch großartig in allen möglichen Variationen vegan zubereiten. Das Beispiel von vorhin mit dem MitarbeiterInnen-Restaurant in der Allianz, die haben mittlerweile ihre eigene Pasta-Manufaktur, die produzieren ihre gesamten Nudeln selbst und komplett vegan, also eifrei in dem Fall. Best-Practice-Beispiele, da haben wir hier zum Beispiel Dons im Zug. Die haben das sehr schön umgesetzt auf ihrer Speisekarte. Wir sehen es hier bei diesen drei Gerichten. Das obere Gericht, die Spiralnudeln, die sind vegetarisch. Und damit sich die Gäste zurechtfinden, haben die dort so ein kleines grünes Blatt nebendran. Und dieses eine Blatt, hier sieht man leider auf der Grafik jetzt auf dem Bild die Legende nicht, aber das steht dafür, dass es eben vegetarisch ist. Und die zwei Blätter, die stehen dafür, dass es vegan zubereitet wurde, dass es ein veganes Gericht ist. Und es ist so klein dargestellt, dass wenn jemand, der nicht vegan liest, sich das durchliest, das trotzdem ansprechend findet. Ja, also da steht nicht dabei, veganes Chili oder vegetarische Nudeln mit Tomatensauce, sondern die sind einfach schön formuliert. Und mit diesen Symbolen und einer Legende sind sie gekennzeichnet. Die Veggies, wie gesagt, wenn ihr solche Symbole verwendet, die finden sich immer zurecht. Die finden immer, was sie suchen, was für sie geeignet ist. Aber auf die Weise schreckt ihr diejenigen, die nicht vegetarisch oder vegan leben, eben nicht ab. Und das ist das Ziel, wenn man den Verkauf fördern möchte. Akakiko ist auch ein sehr schönes Beispiel für die Kennzeichnung der vegetarischen und veganen Gerichte. Die haben dort also grüne Punkte. Zwei stehen für die veganen Gerichte. Ein so ein Punkt steht für die vegetarischen Gerichte. Und das gleiche System haben sie mit roten Punkten für den Schärfegrad. Ist recht übersichtlich gestaltet in dem Moment und schreckt eben jemanden, der nicht vegan lebt, nicht so sehr ab, wie wenn der Begriff vegan mit dabei stehen würde. Genau, wir haben hier von der Firma ISS, einer der größten Caterer weltweit, auch ein sehr schönes Zitat vom Herrn Seiser. Mit denen haben wir im vergangenen Jahr sehr intensiv zusammengearbeitet und die bieten mittlerweile in ihren Mitarbeiterrestaurants täglich vegane Gerichte an. Sie verwenden dabei sehr viel
Beyond Meat. Kennen manche von euch wahrscheinlich. Dafür sind wir als vegane Gesellschaft nicht verantwortlich. Das ist anders zustande gekommen, aber davon verwenden die sehr viel. Und es wird von den MitarbeiterInnen auch sehr gut angenommen. Und da geht es eben nicht nur um Büroangestellte. Die Firma ISS betreibt das Mitarbeiterrestaurant bei der Magna in Graz beispielsweise. Also das sind auch Menschen, die körperlich hart arbeiten. Und dort wird das vegane Angebot großartig angenommen. Also sie verkaufen sich prozentual genauso gut wie die nicht veganen Gerichte. Und so soll das ja letztendlich sein, weil als Wirt hat man nichts davon, wenn man ein veganes Gericht auf der Karte hat und das zweimal im Jahr bestellt wird. Ein anderes Best-Practice-Beispiel ist Dunkin' Donuts. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wie verbreitet das ist. In Wien gibt es einige davon. Und die sind hingegangen und haben ihre 15 meistverkauften Produkte mit neuen Rezepturen veganisiert. Die sind jetzt also vegan und es sind nach wie vor die 15 Varianten, die sich am besten verkaufen. Also das funktioniert wunderbar. Und auch die arbeiten nur mit einem kleinen Symbol in der Auslage. Oder hier der Herr Groß von Eurest. Auch mit ihm haben wir in den vergangenen Jahren sehr intensiv zusammengearbeitet. Auch dort werden mittlerweile täglich vegane Gerichte angeboten. Und das betrifft in dem Fall mehrere hundert Essen pro Tag. Insgesamt kochen die mehrere tausend Essen pro Tag, unter anderem bei Siemens in Wien. Von Eurest wird auch die Küche in der Uno City betrieben. Also durchaus ein großes Unternehmen. Und die zeigen uns, es geht. Also die Nachfrage ist letztendlich da, wenn man diese Tipps eben beherzigt, wenn man einfach diese paar Grundregeln im Verkauf anwendet. Genau, da haben wir zum Schluss nur noch ein Foto. Es dürfte von der Allianz sein, eins der Gerichte, die dort angeboten werden. Als vegane Gesellschaft bieten wir der Gastronomie, also der Gemeinschaftsverpflegung und auch kleineren Betrieben natürlich sehr gerne Hilfestellung diesbezüglich. Das kann von gemeinsamen Kochworkshops über Produktvorführungen gehen, bei denen wir zum Beispiel herzeigen, was gibt es Neues am Markt für Convenience-Produkte, die interessant sein könnten. Aber wir machen auch Kochworkshops, bei denen auf Convenience nicht zurückgegriffen wird. Bieten wir also auch an. Und wir haben dazu hier eine Broschüre mit klimafreundlichen Rezepten. Das sind alles Rezepte, die auch großküchentauglich sind. Die lassen sich also problemlos in allen beliebigen Mengen zubereiten. Wir haben hier speziell darauf geachtet, dass nur Zutaten zum Einsatz kommen, die nicht zu teuer sind. Eben damit es gerade auch für Gemeinschaftsverpflegungsbetriebe problemlos umsetzbar sind. Da sind unter anderem Rezepte drin vom Siegfried Kröpfel. Kennen vielleicht einige von euch, vegan lebender Haubenkoch. Also großartige Rezepte. Und hier bei den Rezepten haben wir auch überall das CO2-Ersparnis im Vergleich zur nicht veganen Variante mit dazu geschrieben. Deshalb eben klimafreundlich als Aufhänger, nicht vegan. Und eine weitere Broschüre, die ich übrigens auch beide gerne an euch verteile, wenn ihr sie haben möchtet. Der Inhalt dieses Vortrags nochmal als Printversion mit zusätzlichen Informationen, wo diese Grundregeln alle nochmal drinstehen. Natürlich habt ihr auch überall dann unseren Kontakt hinten mit drauf im Impressum, wenn ihr nachfragen möchtet im Nachhinein, wenn ihr Anfragen habt, vielleicht auch bezüglich solchen Schulungen. Und ja, da ist immer, sie sind immer erreichbar, können wir gerne miteinander kooperieren. Ich werde jetzt noch hier sein, also wenn ihr noch Fragen habt. Wollen wir die jetzt so beantworten Unbedingt. Oder hinterher? Unbedingt gerne jetzt, wenn es vorab Fragen gibt, die gern geteilt werden wollen oder Anregungen oder Erfahrungswerte. Wer der hier sitzt im Publikum, lebt denn vegan? Gibt es irgendjemanden? Ah, hinter der Kamera. Leben Sie vegan? Ich lebe vegan seit 15 Jahren, genau. Dort habe ich selbst schon mit der Gastronomie abgeschlossen. Ansonsten wäre es mit der Ausbildung relativ schwierig geworden, weil man kommt in der Ausbildung nicht drumherum. Wir bieten allerdings als vegane Gesellschaft seit einigen Jahren auch die erste offizielle Zusatzausbildung der veganen Küche an. Und die ist offiziell anerkannt und zertifiziert und macht einen zur vegetarisch-veganen Fachkraft. Auch dort der Ausbildungsleiter, das ist da eben der Sigi Kröpfel, der vegan lebende Haubenkoch. Und das ist üblicherweise ausgeschrieben über die pädagogischen Hochschulen. Und da kann man auch über unsere Homepage Termine erfahren, wann diese Schulungen stattfinden.
Genau. Was mich interessieren würde, wer von euch hat einen Gastronomiebetrieb und bietet schon vegane Optionen an? Gastronomiebetriebe und vegane Optionen verkaufen sich gut? Ja, also es funktioniert. Und würdet ihr sagen, sind es eher Vegetarier und VeganerInnen, die diese Gerichte bestellen, oder kommt es durchaus auch schon bei den FlexitarierInnen an? Bei uns ist grundsätzlich, sag ich mal, der Fokus auf vegan vom Lokal. Also wir haben 80% der Speisekarte vegan und haben schon vermehrt veganes Publikum. Flexitarier definitiv, aber ich würde mal sagen, 60% Veganer. Sind bereits vegan und kommen zu euch, und ja, ein bisschen weniger als die Hälfte ist einfach offen für das vegane Angebot. Okay. Okay, ihr seid in dem Fall sehr spezialisiert, in dem Fall schon. Aber würdest du sagen, das Geschäft würde sich auch rentieren, wenn nur VeganerInnen kämen? Definitiv nein. Also wir sind darauf angewiesen, die FlexitarierInnen auch zu erreichen, gell? Bei uns am Standort definitiv. Also wir sind in Linz. Mhm. Bei uns definitiv. In Linz gibt es ja nicht so viele Optionen. Also da fallen mir jetzt spontan zwei ein, aber ich weiß nicht, ob ich sagen darf. Frontfood? Ah ja, okay, ja. Achso, was mir noch einfällt, wäre das Tamusana? Beide nicht? Culinario. Wir haben auch die Betriebsverpflegung für die Krankenhäuser. Ah ja, Culinario ist ein Gemeinschaftsverpfleger, gell? Und ein Lokal eben seit 2 Jahren. Ah, das Lokal kenne ich nicht. Ich kenne eben nur Gemeinschaftsverpflegung, speziell im Health-Bereich, glaube ich, in Kärnten daheim ursprünglich. Kann das sein? Ah, nein, Ursprung ist eigentlich gerade im Innkreis gewesen. Ah, okay. Na, ich hatte nur Kontakt mit dem Herrn Eisel, vielleicht, dass ich es daher, okay. Ja, kenne ich es daher. Und wie ist es bei euch? Sind es ansonsten eher VegetarierInnen und Veganer, die das vegane Angebot nutzen, oder durchaus auch die FlexitarierInnen? Wir haben einen Imbiss und wir bieten halt vegane Würste im Endeffekt an. Also es sind schon großteils reine Veganer, die das probieren. Aber es gibt auch neugierige, so Flexitarier, glaube ich, die das dann auch nützen, das Angebot. Mhm. Es ist aber kein komplett vegetarisch-veganer Imbiss, sondern ihr bietet eben auch was Veganes an. Ja. Mhm. Ja, genau so soll es letztendlich sein, dass für alle einfach etwas dabei ist. Das ist der Idealfall. Dazu, also neue Kundschaften dazugewonnen eigentlich, noch, seitdem wir das anbieten, weil die Veganer halt sonst nicht zum Würstelstandl kommen, und jetzt natürlich schon auch. Kommen dort durchaus hin. Vielleicht jetzt nicht der Albert Neunmalklug, den wir vorhin gesehen haben, weil das vielleicht ansonsten, weil da eben auch nicht veganes angeboten wird, aber die anderen eben schon. Gell? Ja, das ist noch ein interessanter Punkt vielleicht. Die VeganerInnen, die sind zwar nicht so viele, wenn sie jetzt dorthin kommen, aber sie werden gern bezeichnet als Opinion Leader. Das bedeutet in dem Moment, wir haben beispielsweise eine Gruppe von 5, 6 Leuten, die zusammenarbeiten, dann überlegen die sich, wo gehen wir heute Mittag essen? Und die werden dann, wenn eine vegane Person mit dabei ist, dorthin gehen, wo diese vegane Person eben auch was bekommt. Das heißt, wenn man für diese vegane Person kein Angebot hat, dann geht einem nicht nur diese eine vegane Person verloren, sondern die ganze Gruppe von 5 Leuten. Das Gleiche gilt natürlich für größere Gesellschaften, ob das jetzt fürs Restaurant eine Hochzeitsgesellschaft ist. Die werden auch darauf achten, dass für alle was mit dabei ist. Und bei 10% VegetarierInnen und 2% VeganerInnen ist die Chance schon relativ hoch, dass zumindest VegetarierInnen mit dabei sind bei größeren Gesellschaften. Mhm. Danke vielmals, das war super interessant. Wir sehen uns um 15.30 Uhr wieder bei einem Talk zum Thema Endstation Nachhaltigkeit. Dankeschön.